Wen haben wir denn da in den zwielichtigen Vierteln von Coruscant getroffen? Captain Glober! Hallo! Wer mag das wohl sein? Wuhu! Okay. So, du siehst ja finster aus. Ja, aber guck mal hier, mein Stepptanz, der macht die Twi'lek-Girls immer ganz wild. Ich muss sagen, meine weibliche Anmut schlägt deine okay, ja wohl. Aber mein Druide ist niedlicher als dein, na, wie heißt er, dein Bodyguard da? Wo ist er denn? Ja, das Captain, stimmt. Ach, das bist du, Captain Glober? Wie heißt denn? Ich bin Captain Glober, mein Gefährte heißt Corso Rix. Naja. Und wenn wir schon mal hier dumm stehen, können wir auch hier zusammen reingehen, denn wir haben hier eine heroische Quest. Heißt das auch, wie heißt das im Deutschen? Ja, so irgendwie, genau. Und die ist für zwei Spieler und da soll man verschiedene Banditen killen. Und da sind wir hier schon reingegangen und das ist jetzt instanziert. Also das sind jetzt nur wir. Und geht's halt gut zur Sache. Und das ist verwirrend. Ah ja, ach, du hast da hinten da. Brauchst du Hilfe? Kann das sein? Nein, jetzt nicht mehr. Bist du schon umgefallen oder was? Was für ein Level hast du eigentlich? Auch 11, ja, wie ich. Aber du bist ja auch fast tot. Oh, ich bin auch fast tot? Ich hätte mir ja was Einfacheres machen sollen. Für aber es sieht beeindruckend aus, wie du gerade von diesen Grobian zerlegt wirst. Trantor, Ritter der... Du, dein Name ist gerade grau geworden. Vorher war er blau, was heißt das? Aber ich belebe mich jetzt hier, oder? Wir sind Männer. Pass auf, dann machen wir das mal ein bisschen mit Taktik. Dann lasse ich jetzt mal hier meinen Druiden antanken. Und wir versuchen jetzt mal, die von dir fernzuhalten, damit du ihr ein bisschen heilen kannst. Ne? Du hast doch diese... Was bist du, Schurke, ne? Ich bin Schurkin. Also ich kann dich ein bisschen heilen und ich kann auf Distanz kämpfen. Also dann schauen wir mal, dass du jetzt erstmal guckst, dass du uns, vor allen Dingen mich am Leben erhältst. Mal schauen, ob das jetzt was bringt. Also, wir lassen den Druiden erstmal und dann komme ich jetzt dazu. Ein bisschen Fokus aufbauen für die Machttricks. Genau. Und ich gucke jetzt auch gar nicht meine Lebensenergie weiter an. So, ich heile dich jetzt mal. Sehr schön, ne? Das klappt. Ja, sehr gut. Schön geheilt. Hier, ich drehe auch hier den Kamerawinkel, damit man sieht, wie heldenhaft du hier rumheilst und machst. So, mittlerweile müsste ich ja mal eine Granate werfen können, ohne dass sie mich gleich. Das ist jetzt, glaube ich, nicht das große Problem. Ups, so. Und schon denkt sich jemand. Jetzt ist doch einer auf mich losgegangen. Aber hier hast du gesehen mit meinem Jedi-Supersprung. Das ist also echt praktisch. Ja, wir schaffen es, glaube ich. Gar nicht mal so schlecht. Ne? Also davon, dass wir beim ersten Mal. Wie war das mit der Heilung? Davon, dass wir beim ersten Mal so auf die Schnauze gefallen sind. Ja, aber es war kein einfacher Kampf. Also, okay, alle kurz hinknien oder sich kurz erholen. Ich mache mal meine Verteidigungssachen mal alle an. Das könnte natürlich auch helfen. Was? Health low? Oh, das ist mein kleiner Druide. Ja, das ist nicht so lang gehalten. Oh, eine Granate reicht und die kommt zu mir. Wie unangenehm. Jetzt heile ich mich einfach selbst. Das scheint ganz gut zu klappen. Mach mal. Die reagieren sich hier an mich ab und du kannst deine coolen Lichtschwerter. Ich habe ja leider nicht die andere Jedi-Ritter-Spezialisierung gewählt. Das wäre so mit Tanktalenten. Da war ich egoistisch, weil. So auf Solo ausgerichtet. Es war übrigens total kompliziert für mich, die Spezialisierung zu bekommen. Ich war nämlich erst einfach nach Coruscant gerannt und dann war ich schon Level 11 und hatte die immer noch nicht, obwohl die ab Level 10 kommen soll. Und dann musste ich zurück und diesen Raumflughafen da absuchen, wo man da vom Planeten aus hinkommt. Das fand ich relativ ätzend. Ja, das hätten sie ein bisschen auffälliger machen können. Also vieles ist ja sehr polished und leicht zu finden und einsteigerfreundlich, aber das ist so eine wichtige Sache, wie die Wahl der Spezialklasse ist erstaunlich gut versteckt, sage ich mal. Ja.
so eine Fähigkeit hat, kriege ich ein bisschen mehr Fokuspunkte und dann kann ich mir ein bisschen mehr mit der Macht rummachen. Genau, du hast diese einen Angriffe, die dich quasi... Oh, jetzt muss ich mal heilen, glaube ich. Pass mal auf, dass hier... Das dauert noch ein bisschen, bis die runter. Du hast die einen, die Macht kosten und die anderen, die Macht bringen, gell? Ja, genau. Wie auch immer, also ich habe so einen Strike, der gibt mir halt mehrere Punkte auf einmal. Also so ein Hauch von Taktik ist schon dabei. Ja, langsam, aber ich könnte mal wieder eine Heilung vertragen. Ja. Ganz unauffällig mal. Schon dabei. Ich habe jetzt nur gerade ein bisschen meine Konzentration. Mutti. Ah, Mist! Ach, ich werde es schon richten. Ja. Irgendwie. Ich habe dummerweise. Habe ich gerade mich vertippt auch noch. Ja, wenn man den Jedi nicht heilt, ne? Selber schuld. Siehst du, das hast du davon. Okay. Ja. Ja. Eine gewisse Spannung stellt sich ein bei mir. Wirst du es schaffen? Ja gut, ich bin noch bei voller Gesundheit. Also wenn du ihn jetzt relativ heil mich schnell. Mach ich doch. Gut. Mach ich doch. Ja, wir können das zusammen. Ah. Okay, jetzt bin ich dran. Oh. Ich mach das. Wo du gescheitert bist, werde ich obsiegen. Ja, jetzt ist er hier auf 10% Lebensenergie. Mal schauen, ob der Schmuggler-Nachwuchs das auf die Reihe kriegt. Hier, ich wieder den Opfertod gestorben. Ich würde nicht drauf wetten. Das kann doch nicht wahr sein. Ah, Mist. Du hast keinen. Ja. Du hast keinen Madpack oder sowas. Mist, die Sonderung sind 4 Sekunden. Ich komme wieder. Das ist noch nicht vorbei. Ja, also jetzt kann man auch nochmal versuchen. Ist ja lachhaft. Ah, es war aber echt knapp. Ja, vor allen Dingen die Kleinen sind ja schon tot, also. Wobei ich bin doof, also ich habe ja völlig vergessen, ich habe ja auch ja noch ein Madpack, den hätte ich auch mal nehmen können. Ne? Sehr clever. Ich sehe schon wieder die User an ihren Bildschirmen, wie sie uns verlachen und. So, also jetzt halten sich mal alle zurück. Dann versuche ich jetzt mal, ihn als erstes anzuspringen. Und nicht vergessen, nachdem ich angefangen habe, kannst du mal deinen Begleiter bitten, mal ein bisschen mitzuschießen. Und ich sollte dran denken, dass ich hier noch Madpacks habe. Das könnte helfen. Also, schauen wir mal, wie es läuft. Okay, ich setze jetzt meinen Buben ein. Und dann fange ich an, dich zu heilen. Oh, der schießt es auf meinen Buben. Also das ist, also so ohne einen richtigen Tank ist das nicht leicht, hier irgendwie das mit der Agro auf die Reihe zu kriegen. Muss ich ja mal zugeben. So, ich greife jetzt mal kurz den Kampf ein. Oh. Und dann heile ich dich. Ja, klar, ich glaube, das ist vielleicht auch eine bessere Taktik. Vor allen Dingen, solange dein Begleiter noch steht und die Aggro hat. Oh, jetzt habe ich die Aggro. Ja, den machen wir fertig. Überhaupt jetzt müsste eigentlich schon gehen, ne? Ja. Kaum kämpfe ich mit, alles wird gut. Okay, jetzt heile ich dich aber doch mal wieder. Ich habe jetzt auch alle Defensivkräfte mir und ich habe noch volle Energie, also das schaffen wir jetzt, kein Problem. Ja, also, juhu! Im Gefühl die 20. siegreichen Ritter der Allianz. peinlich. Ja, aber schön geheilt, aber ja, so ein richtiger Tank. Oh, was ist denn das Feines? Requires Focus? Ja. So, Kurzfazit zum Zusammenspielen macht schon nochmal 5% mehr Laune, oder? Ja, absolut. Vor allen Dingen, es war jetzt wirklich nur jetzt hier mit 2 Leuten. So eine richtige Party mit 4 Spielern hat natürlich noch mehr Möglichkeiten. Und blaues Item, das ich nicht benutzen kann, immer wieder deprimierend. Und wir haben jetzt noch gesehen, also auch bei dieser wirklich simplen Quest mit 0815
Bossgegnern so die richtige Kampftaktik macht doch einen Unterschied, ne? Wer greift wann an, welche Reihenfolge wird geheilt und so weiter und so fort. Ja. Und vor allen Dingen die Beute ist natürlich erheblich besser. Da waren es doch einige wertvolle Sachen dabei. Ja, das ist dabei. Schon erheblich, ja. Und vor allen Dingen, das war jetzt ja so eine heroische Quest und ich denke mal, die Questbelohnung. Ja, vor allen Dingen sind halt konsequent und haben das so als planetenübergreifende Stadt umgesetzt. Oh, aber, ja, kann ich mir jetzt aber schöne Sachen aussuchen bei den Belohnungen hier. Ganz, ganz, oh wow, das hat sich gelohnt. Ich bin noch nicht da, halt, nichts verraten. Vor allen Dingen, ich habe jetzt hier wirklich Sachen zur Auswahl, die für meine Klasse relevant sind. Ich gehe mal stark davon aus, dass die Belohnungen, die du angeboten kriegst, dann für deine Klasse angepasst sind. Mm. I will see. Ja, also die Medium Armor, da müssen wir noch aussuchen, was ich bevorzuge. Das ist ja nochmal ein schöner Upgrade. Ich hatte schon eine ganz gute Jacke an. Und und jetzt kriege ich ja auch den begehrten Kuttenlook. Oh, guck dir mal hier meine Kutte an. Mein Lieber. Hier, da zittert die Galaxis. Ja, das ist aber echt so nahe an Obi-Wan Kenobi himself. Während sich bei mir wieder fast gar nichts geändert hat. Ah, ein bisschen. So, nochmal in die Kamera gewunken. Ah, ich habe dich auch schön im Bild mit deinem neuen Fummel. Ja, ja, schaut aber ganz niedlich aus. Schön, schön figurbetont. So, jetzt winken wir nochmal und dann callen wir it a night, oder? Tschüss!